Hallihallöchen, meine lieben Leute. Wir sind zurück bei Let's Play Stronghold Crusader. Wir haben hier ein kleines, aber feines Game am Laufen. Gar nicht mal so simpel. Aber ich glaube, wir haben es soweit gesaved. Uns hier, glaube ich, keine Gedanken mehr machen. Habe ich denn hier schon maximale Geschwindigkeit? Jo. Mal sagen. Es werden Rekruten benötigt. Sag ich, wo alles da wird. Hallo. Und los, Sire. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Nach Mittag der Armee. Schön. Zur Stelle. Angriffsmodus. So wollte ich das sehen. Der Schlange. Der Ort dieser Verrückten? Gevatter Tod ist auf dem Weg zu kommen. Mach ich mir irgendwie weniger Sorgen, Ratte. Pass auf, ne? Jo. Schon sollte ich allerdings hier durchaus verstärken. Zack. Kleines Tor. Na. So. Auch mal ein bisschen hier absichern langsam. Ja, schau mal einer an. Jetzt läuft das plötzlich hier. Jetzt haben wir plötzlich Kohle ohne Ende. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich brauche eigentlich gar keine Ambusschützen mehr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Zum Ofen. Nethab. Zum Ofen zu halen. Kamakarba. Halum. Nethab. Eins, Maulei. Belagerungsgeräte bemannt. So will ich das sehen, so und nicht anders. Linastrich, zum Beispiel.
Und ich finde es auch einfach wichtig, dass man diese Türme nochmal schützt hier. Das ist wahre Macht. Jetzt kommen wir nämlich der Sache schon mal näher. So wie das sein soll. Doppelte Mauer. Eine Nachricht von Richard Blütenherz. Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Ich habe irgendwie weniger Sorge. Ja, das ist alles so schnell kaputt. Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Krieg ist ein gefährliches Spiel, mein Lord, wie ihr seht. Kommt ja nirgends so durch. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig! Ihr kämpft wie ein Mann. Das Einzige, was er hinbekommt, ist, dass der meine Minen kaputt macht. Richard Löwenherz. Mutig! Ihr kämpft wie ein Mann. Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal gut so. Verstärke ich das? Nein. Verstärke ich das hier noch ein wenig? Ich will jetzt erstmal meine Burg komplett sichern. Einmal. Shit. Komplett sichern. Dann möchte ich trotzdem noch mal ein Steinchen hier hin. So. Der Bergfried ist komplett. Also. Zwei, drei, vier, fünf. Amrokaya Maulai. Hallo. Ich nehme erstmal meine Verteidigung hier stehen habe. Kann ich mich dann nämlich auch endlich mal auf den Angriff konzentrieren. Genügend Gold. Habe ich nämlich. Jawohl. So wollte ich das sehen. So und nicht anders.
Also ich glaube, das ein Geheimnis am Anfang war, dass wir die Ratte direkt aus dem Spiel genommen haben. Hier, lieber. Jetzt erstmal nicht. Wobei, noch mehr als genügend Holz. Von daher. Geht das mal an. Die Wirtschaft. Die brummt, my lord. Die brummt. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Achtung! Vorwärts! Muss ich mir halt überlegen, wen ich als erstes ausschalten werde. Die Löwenherzen sind sehr, sehr stark. Ja. Die haben gute Verteidigungswerte. Nicht gute Verteidigung, gute Wirtschaftswerte. Die kommen da sehr, sehr gut klar. Können sich immer sehr, sehr gut aufbauen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kampf. Seid ihr sicher, ihr habt den Mut dazu? Sehr sicher sogar. Was sagt unsere Hapfenproduktion? 26, 60 Bier hervorragend. Bier ist sowas von OP in diesem Game. Ich habe es früher nicht eingesehen, aber Bier ist mit Abstand das Stärkste, was man hier wirtschaftlich irgendwie auf die Beine stellen kann. Eine Nachricht der Schlange. Ich muss mich jetzt nicht mal mehr darum kümmern. Die fallen, die fliegen hier. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Vor allen Dingen, weil ich mir ja auch ein zweites Standbein jetzt mit dem Stein aufgebaut habe. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Krieg ist ein gefährliches Spiel, mein Lord, wie ihr seht. Ja, und das lässt er komplett in Ruhe. Und hier könnte ich sogar noch ausbauen, ne? Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Die sind nervig. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Dankeschön. Nicht optimal positioniert hier. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Was, wie, was, wo? Was? Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Männer sind ebenso tatendurstig wie ich. Macht euch bereit zum Kampf. Die Ratte hat sich hier oben tatsächlich hingewagt. Kleines Miststück. Fassbar. Der traut sich was. Guck mal, was da alles ankommt. Ich fühle mich wie, als ob ich Königreich der Himmel wäre und Jerusalem verteidigen würde. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Krieg ist ein gefährliches Spiel, mein Lord, wie ihr seht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Nein, wie Mattig. Ein erträglicher Verlust. Haben wir denn den Löscher? Falls es doch mal brennen sollte.
glaube, die Schlange hat mich gerade. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Noch einmal eingesessen. Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Mal ein bisschen hier Ersatz Männer auf die Zinnen schicken. Der Berg für ihn ist komplett. War das davor nicht, oder was? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Krieg ist ein gefährliches Spiel, mein Lord. Wie ihr seht. Ein erträglicher Verlust. Richtig nervig, der Bastard. Kannst echt nichts anders sagen. Ein richtig nerviger Schweinehund. Eine Nachricht der Schlange. Hört ihr auch diese Schritte? Der Vater Tod ist auf dem Weg zu Mauer. Die Schlange wird richtig aufmüpfig. Kann ich denn nicht durchgehen lassen? Die werde ich als erstes abschlachten. Es werden Rekruten benötigt, Sal. Es werden Rekruten benötigt, Sal. Seid ihr sicher, Sal? Ja. Es werden Rekruten benötigt, Sal. Es werden Rekruten benötigt, Sal. Es werden Rekruten benötigt. Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Du mich auch. So, liebe Leute. Nevermind, ich mache an dieser Stelle eine Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und dann denke ich, werde ich mir die... Oh, warte mal, das gucken wir uns eben kurz mal an. Hier, steht das mal an dieser Bastard. Versuch das schon wieder, ey. Es gibt schon einen Grund, warum ich hier welche hin positioniert habe. Na gut, liebe Leute. Ich mache hier Pause. Wir hören uns, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge wieder. Und ja, dann schauen wir uns mal an. Also das hört hier gar nicht auf. Das ist ja ein Angriff nach dem anderen. Hier kommt man gar nicht zum Luftholen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.